Angelo Kelly, das jüngste Mitglied der berühmten Pop- und Folkband The Kelly Family, war in den 1990er Jahren eine Musikikone und wurde von einem Millionenpublikum geliebt. Doch hinter dem Heiligenschein des Ruhms verbirgt sich ein Leben voller Höhen und Tiefen, voller Schmerzen und Geheimnisse, die Angelo stets verborgen hält. Mit 42 Jahren dreht sich sein Leben nicht nur um Musik, sondern auch um seine Kämpfe mit sich selbst, tiefe Traurigkeit und dunkle Geheimnisse, die erst jetzt ans Licht kommen. Angelos Frau Kira Kelly hat über die Last gesprochen, die ihr Mann im Laufe der Jahre ertragen musste. Seit er ein kleiner Junge bei The Kelly Family war, stand Angelo im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber der Druck, in so jungen Jahren berühmt zu sein, hat bei ihm emotionale Wunden hinterlassen, die nicht so leicht heilen. Der Stress durch die ständigen Auftritte und die hohen Erwartungen seiner Familie und des Publikums führten dazu, dass Angelo sich manchmal müde und verloren in seinem eigenen Leben fühlte. Diese Traurigkeit wurde durch Angelos persönliches Trauma, das er selten mit jemandem teilte, noch verschlimmert. Die schmerzhaften Geheimnisse, die er immer zu verbergen versucht hat, kommen nach und nach ans Licht, als Kira beunruhigende Details über das Leben ihres Mannes preisgibt. Sie teilte mit, dass Angelo geistig viele schwierige Zeiten durchgemacht habe und manchmal in einen Zustand tiefer Depression geriet, insbesondere angesichts der Vergangenheit und dem ständigen Druck des Ruhms. Dieser Stress betrifft nicht nur Angelo, sondern die gesamte Familie, sodass Kira sich immer wieder machtlos fühlt, ihrem Mann in schwierigen Zeiten zu helfen. Eines der traurigsten Geheimnisse, mit denen sich Angelo Kelly auseinandersetzen muss, sind die Skandale im Zusammenhang mit seiner Musikkarriere und seinem Privatleben. Obwohl keine konkreten Details zu diesen Skandalen veröffentlicht wurden, sind es vielleicht die Dinge, die ihn im Laufe der Jahre verfolgt haben. Die Enthüllung dieser Geheimnisse durch Kira schockierte nicht nur die Fans, sondern machte ihnen auch klar, dass Angelo nicht immer das perfekte Vorbild ist, das sie sich vorgestellt hatten. Schwierigkeiten im Leben und in der Karriere haben ihn oft hilflos und enttäuscht von sich selbst fühlen lassen. Auch Angelo Kelly macht sich im Alter von 42 Jahren Sorgen um seine Gesundheit. Ununterbrochene Auftritte und der Druck des Familienlebens belasteten seine Gesundheit. Obwohl er seine Musikkarriere als Solokünstler fortsetzte, hatte Angelo mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die er nicht ignorieren konnte. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand zwang ihn, seine Einstellung zur Musik und zum Leben zu ändern. Angelo erzählte einmal, dass er sich nicht nur Sorgen um sich selbst machte, sondern auch um die Zukunft seiner Familie, als sein Gesundheitszustand nicht mehr so gut war wie zuvor. Die Liebe in Angelo Kellys Leben, keine geringere als Kira, war ihm über die Jahre hinweg eine starke Stütze. Sie lernten sich Ende der 1990er Jahre kennen und sind seitdem ein zutiefst verbundenes Paar. Angelo sagte oft, dass Kira nicht nur seine Frau, sondern auch die beste Begleiterin in seinem Leben sei. Die beiden hatten 5 gemeinsame Kinder und für Angelo war die Familie immer das Wichtigste. Obwohl er viele Höhen und Tiefen durchstehen musste, halfen ihm Kiras Liebe und die Verbundenheit mit der Familie, Hoffnung und Motivation zu finden, weiter zu leben und zu arbeiten. Obwohl Angelo Kelly in seiner musikalischen Karriere große Erfolge erzielte, war sein Leben nicht immer voller Freude. Persönlicher Schmerz, die Misserfolge, die er erlebte, und sein sich allmählich verschlechternder Gesundheitszustand zwangen Angelo, sich schwierigen Realitäten zu stellen. Was er jedoch stets bewahrte, war seine Liebe zu seiner Familie und seine Leidenschaft für die Musik. Er sagte einmal, dass er die Musik niemals aufgeben würde,
ganz gleich, wie viele Schwierigkeiten er auch durchmachen musste, denn sie sei die Art und Weise, wie er sich ausdrückte und sich mit der Welt verband. Angelo Kellys größte Traurigkeit ist wahrscheinlich, dass er sich schon in jungen Jahren mit zu hohen Erwartungen auseinandersetzen muss. Der Ruhm kam zu schnell und zu früh, so dass er wie viele andere Menschen keine normale Kindheit haben konnte. Als Erwachsener muss sich Angelo immer noch mit den Folgen dieses Ruhms auseinandersetzen und manchmal hat er das Gefühl, seiner Vergangenheit nicht entkommen zu können. Aber das Wichtigste ist, dass Angelo Frieden in der Liebe und in der Familie gefunden hat, und das hat ihm geholfen, den größten Schmerz in seinem Leben zu überwinden. Trotz seiner schmerzhaften Geheimnisse und Karriereskandale ist Angelo Kelly immer noch ein talentierter Künstler, der durch seine Musik Millionen Menschen inspiriert hat. Sein Leben war nicht perfekt, aber es waren diese Höhen und Tiefen, die den starken und tiefgründigen Menschen hervorbrachten, der Angelo Kelly heute ist. Und obwohl der Schmerz und die Misserfolge bestehen bleiben, wird Angelo ihnen weiterhin mit Liebe und Mut. Get him into Wise Agent. You don't, if you have all on your phone, yeah. So if it's on your phone and it's in a Google account, we sync to Gmail. So you don't even have to do anything except for click two buttons. And we'll walk you through doing all of that. We'll walk you through getting your CSV. You can just email it to us and we'll just do it, all that work for you. So that getting started session is really helpful in the beginning. Yeah. Was there I have one more question for you, please. Because it syncs to your, like you can tell who their social media account with and stuff, will it sync in like their birthdays and all that? It won't sync in their birthdays. You know, there's some things that on Facebook that they just don't give us access to. They won't give us access to birthdays. But if you're friends with them on social media, at least you can at least find their account on Facebook and friend request them and then get access to that and then just manually. You know, one of the things I think that's one of the things that I do is the beginning of each month, I'll just go through, Facebook has that whole list of, these are all the birthdays that are coming up. Well, you know, and I haven't done it in a while because I keep pretty much up on top of that. But really what you can do is just in the beginning of the month, just go in and look how many of your friends have a birthday that month, go into your Wise Agent account and add them to your account if they're not already there. If they are, just make sure that their birthday is there. So then you can reach out to them. Send them a postcard through our system. Send them an email, a text, you know, whatever it is. You want to be able to make that phone call, remind yourself of a phone call. It's really important to just build that relationship. And that's what really it's all about, is relationship building. And you have to stay on top of it and work it. It's not... you know, entering the data, that's stuff that you can definitely get help with. And then when you're on a larger team and larger scale of contacts, definitely having an assistant to help making those connections. But I think, you know, making those personal relationships and those personal connections is super important, because they know that you're interested and that you're engaging. You're there for them. They call you for the resources that they need. You know, their air conditioning went out, or they need a plumber, or whatever it is. You're the person that they think of. So yeah. That's great. Thanks, Lynette, for all the questions. And if you were directing any of that towards us as well, we do have what we call our optional hands-free setup fees.